175 Jahre erfolgreiches und traditionelles Brauen. Das ist es, auf was die Mohrenbrauerei in Dornbirn mit Stolz zurückblicken darf. Heute findet als Feierlichkeit der Tag der offenen Brauerei statt und wir sind mit dabei. Die Familie Huber, welche seit 175 Jahren erfolgreich die größte Vorarlberger Brauerei führt, empfing beim Tag der offenen Brauerei viel Prominenz. Neben Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber fanden sich unter anderem auch Landesrat Dieter Ecker, Bürgermeister Wolfgang Rümmele und Arbeiterkammerpräsident Hubert Hämmerle beim Empfang ein. Anschließend lud Marketingleiter Markus Hämmerle zur ausgiebigen Brauereiführung ein. Ob prominent oder nicht, es war einfach für jeden interessant. Nachdem man sich auf der Führung über das Bierbrauen informiert und gebildet hatte, konnte man getrost in der impulsiven Festhalle Platz nehmen und sich ein solches gönnen. Vier verschiedene Musiken aus Dornbirn unterhielten tausende Besucher und brachten eine wahre Festzeitstimmung in die Halle. Heute auf den Tag genau, seit 175 Jahren, ist die Familie Huber im Besitz der Mohrenbrauerei. Die offizielle Eröffnungsrede hielt Geschäftsführer Heinz Huber. 1934 kaufte mein Urgroßvater Franz Anton Huber die Gaststätte zur Mohren-Samtbrauerei in der Dornbirner Marktstraße. Ich wünsche Ihnen alle nochmal einen schönen Tag bei uns, viel Spaß und zum Wohl auf unser Mohrenbier. Ihr Dornbirner, ihr müsst schon 175 Jahre lang das gleiche Bier von Hubers trinken. Jedoch ließen es sich Wolfgang Rümmele und Dr. Herbert Sausgruber nicht nehmen, ebenfalls ihre Glückwünsche auszusprechen. Ja. Es sind viele gekommen, es werden am Nachmittag noch mehr werden. Und ich würde sagen, zum Wohl Hans Brehm miteinander. Was wäre eine solche Festlichkeit ohne den traditionellen Bierfassanstich? Diese Ehre hatte Bürgermeister Wolfgang Rümmele, dem es sichtlich Spaß machte. 175 Jahre erfolgreiches und traditionelles Bierbrauen ist nicht selbstverständlich. Das weiß auch Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber. Es ist ein typisches Vorarlberger Familienunternehmen mit viel Tradition, einer beachtlichen Entwicklung. Es wurde in den letzten Jahren viel investiert in die Zukunft. Es ist gelungen, die Selbstständigkeit zu erhalten. Das ist in dem Bereich alles andere als selbstverständlich. Und die Treue zum Standort und die Verbindung zur Region ist sehr stark. Also ein gutes mittelständisches Familienunternehmen. Auch Geschäftsführer Heinz Huber ist über die bisher geleistete Arbeit mehr als zufrieden und auch stolz und blickt für uns noch ein wenig in die Zukunft. Auf der einen Seite möchten wir unsere Position weiter stärken und ausbauen. Aber ich habe auch persönliche Ziele. Ich möchte den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern die Vorarlberger Braugeschichte erhalten. Und so ist eigentlich in unserem Haus zum Mohren vorgesehen, eine Vorarlberger Brauerei wieder zu entstehen lassen. Das ist ein Ziel. Ein weiteres Ziel ist, eine Kreativbrauerei zu bauen, um dem Vorarlberger das Bier produzieren oder erzeugen, näher zu bringen, dass sie selbst Hand anlegen können und natürlich weiter erfolgreicher Markt, die Marktführerschaft weiter auszubauen und diese natürlich auch zu halten. Natürlich weiß auch Bürgermeister Wolfgang Rümmele, wie wichtig es ist, ein solch gesundes und erfolgreiches Unternehmen in seiner Stadt zu haben. Ja, das ist eine große Freude, nicht nur für die aktuelle Familie, die jetzt das Sagen hat in der Geschäftsführung, sondern für die fünf Generationen davor. Aber natürlich auch für die Stadt, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass
ein derartiger geschäftlicher Unternehmenserfolg nur dort stattfinden kann, wo auch die Rahmenbedingungen gute sind. Und eine Bestätigung dafür, dass die Rahmenbedingungen in Dornbirn offensichtlich gut sind, ist auch die Tatsache, dass die Mohrenbrauerei sich mitten, nach wie vor, mitten in der Stadt an ungeheuer schönem Platz befindet. So, als ob die Mohrenbrauerei beinahe ein Wahrzeichen für die ganze Stadt wäre. Sport ist für den Vorarlberger Marktführer ein großes Thema. Demnach ist Mohren schon seit Jahren Hauptsponsor beim Regionalligisten FC Mohrenbräu Dornbirn. Dessen Präsident Werner Höfle blickt auf eine sehr gute Zusammenarbeit zurück und weiß dies zu schätzen. Wenn man so eine langjährige Partnerschaft feiern kann und der Jubilar als Hauptsponsor uns Jahrzehnte unterstützt, dann ist es endlich eine Gelegenheit, hier wirklich zu gratulieren und für diese kontinuierliche Zusammenarbeit. Das Wetter passte wie die Faust aufs Auge. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich mehrere tausende Gäste aus nah und fern zu diesem Event ein. Was es heißt, ein Event in dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen, verrät uns unter anderem der Leiter des Marketings, Markus Hämmerle. Tausende von Besuchern heute hier. Ich denke, mit dem Fest an sich kann man zufrieden sein. Ja, ich denke auch, wir haben mit dem Riesenandrang nicht ganz gerechnet in diesem Umfang, in dieser Kürze der Zeit. Aber wir versuchen jetzt mit über 120 Mitarbeitern das Ganze so hinzubringen, dass wirklich jeder sein Mohren-Goldbier bekommt, ohne dass er länger wie 2 Minuten anstehen muss. Das ist momentan unsere größte Herausforderung. Ein absolut gelungenes Rahmenprogramm begeisterte Alt und Jung. Somit war die Festlichkeit zum 175-jährigen Bestehen allemal ein Familienausflug wert. 175 Jahre Mohren, für die ganze Familie ein Fest. Ja, also sie haben es sicher toll organisiert. Ich bin leider noch nicht bis zum offenen Bier gekommen, weil so viel da ist. Und jetzt müssen wir uns halt mit der Pepflasche vergnügen, aber schmeckt gleich. Ich bin von der Schweiz und tue auch in der Schweiz das Mohrenbräu genieße, allerdings noch nicht 175 Jahre, aber schon rund 30 Jahre lang. Somit neigt sich ein sehr gelungenes Fest auch schon dem Ende zu. Auf weitere 175 Jahre. Zum Wohl in Vorarlberg.